Hyposensibilisierung bei Allergie. Wie spezifische Immuntherapie hilft. Hyposensibilisierung bei Allergie. Die Hyposensibilisierung ist die einzige Kausaltherapie bei Heuschnupfen und anderen Allergien. Sie braucht allerdings ihre Zeit. Dabei wird der Körper nach und nach an das jeweilige Allergen gewöhnt. Die Ursache der allergischen Reaktion, also die Überreaktion des Immunsystems, versucht man so, in den Griff zu bekommen. Allergische Erkrankungen vom Soforttyp, Typ 1 Allergie, können mit einer Hyposensibilisierung, spezifische Immuntherapie, SET, behandelt werden. Die Therapie bekämpft als bislang einzige die Ursachen einer Allergie wirksam. Bei der Hyposensibilisierung werden den Allergikern, meist Heuschnupfenpatienten, über einen längeren Zeitraum geringe Mengen des betreffenden Allergens verabreicht. Das Prinzip dieser Behandlung ähnelt dem einer Impfung und kann die Überreaktion des Immunsystems nach Kontakt mit dem Allergieauslöser nachhaltig und langfristig reduzieren. Zudem verbessert die Desensibilisierung langanhaltend den Gesundheitszustand sowie die Lebensqualität und beugt einer weiteren Ausbreitung des allergischen Geschehens vor. Bei Allergien gegenüber Bienen- oder Wespengift kann die SET sogar lebensrettend sein. Keine Wirkung zeigt die Hyposensibilisierung dagegen bei verschiedenen Nahrungsmittelallergien und Kreuzallergien. Nicht behandelt werden Patienten, deren Immunsystem gestört ist. Vor Beginn einer Immuntherapie ist es erforderlich, den oder die betreffenden Auslöser für die allergischen Beschwerden durch einen spezialisierten Allergiefacharzt, Allergologen, eindeutig diagnostizieren zu lassen. Jeweiliges Allergen wird per Spritze oder Tropfen verabreicht bei der bisher am häufigsten angewendeten Methode, der subkutanen Immuntherapie, SCIT. Werden dem Patienten geringe Mengen des jeweiligen Allergens als wässrige Lösung vom Arzt unter die Haut gespritzt. Die Behandlung erfolgt bei allmählich ansteigender Dosierung anfangs im Wochenrhythmus, nach Erreichen der sogenannten Erhaltungsdosis im Abstand von 4 bis 6 Wochen. Bei saisonalen Allergien wie der Pollenallergie, Heuschnupfen, richtet sich der Beginn der Behandlung nach der jeweiligen Saison. Bei ganzjährigen Allergenen wie Hausstaubmilben kann die Therapie hingegen jederzeit beginnen. In vielen Fällen bemerkt der Patient bereits nach einem Jahr eine deutliche Besserung seiner Symptomatik. Die Dauer der Hyposensibilisierung beträgt mehrere Jahre, die Dauer der Therapie beträgt dennoch in der Regel 3 Jahre. Bei schweren allergischen Reaktionen auf Insektengifte sollte mindestens 5 Jahre behandelt werden. Hier kann zudem eine stationäre Einleitung der Therapie in Form einer Schnellhyposensibilisierung sinnvoll sein. Darüber hinaus gibt es eine sogenannte Kurzzeitimmuntherapie, die heutzutage hauptsächlich bei Pollenallergien angewendet wird. Sie beruht auf der Verwendung hochdosierter Allergenextrakte, die einen relativ schnellen Behandlungserfolg ermöglichen soll. Eine etwas neuere Variante stellt die sublinguale,
unter der Zunge, Immuntherapie, Slit, Dar, bei der die Allergene in Tropfenform oder als Schmelztablette über die Mundschleimhaut aufgenommen werden. Hier kann die Einnahme zu Hause erfolgen. Damit besteht jedoch das Risiko von Fehldosierungen, zudem müssen die Allergene täglich oder mehrfach wöchentlich zugeführt werden, um einen entsprechenden Behandlungserfolg zu erzielen. Zugleich ist allerdings die Gefahr für akute allergische Reaktionen wesentlich geringer als bei der SCIT. Nutzen und Risiken abwägen. Welche Nebenwirkungen hat eine Hyposensibilisierung? Die Erfolgsaussichten einer spezifischen Immuntherapie sind am größten, wenn die Allergie nur auf wenige Auslöser begrenzt ist und die Behandlung in jungen Jahren beginnt. Die Therapie eignet sich somit besonders für Kinder ab dem 5. Lebensjahr, zumal eine Hyposensibilisierung das Auftreten weiterer Allergien und die Entwicklung von Asthma verhindern kann. Obwohl die Wirksamkeit der spezifischen Immuntherapie gegen Allergie generell durch Studien belegt ist, liegen noch nicht für alle derzeit eingesetzten Präparate Wirksamkeitsnachweise vor, die heutigen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Zudem birgt die Behandlung gewisse Risiken, das Spektrum der Nebenwirkungen reicht von leichten allergischen Reaktionen an der Einstichstelle oder im Mundrachenraum bis hin zum potenziell lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock, der allerdings bei der SLIT wesentlich seltener ist als bei der SCIT. Kosten der Hyposensibilisierung übernimmt die Kasse vor Beginn der Allergiebehandlung, sollte somit das Auftreten möglicher Komplikationen in Betracht gezogen werden. Zudem sollte der behandelnde Arzt über Erfahrungen mit der spezifischen Immuntherapie verfügen. Insgesamt findet in dem Bereich derzeit eine intensive Forschung statt. In immer mehr Studien wird die Wirksamkeit der eingesetzten Präparate detaillierter untersucht. Zudem zielen neue Entwicklungen darauf ab, die Allergietherapie zu vereinfachen oder die Wirksamkeit zu verbessern. Weil die Wirksamkeit der Hyposensibilisierung zur Allergietherapie generell gut belegt ist, übernehmen gesetzliche Krankenkassen in der Regel die vollen Kosten der Behandlung.